Peter Martey, Pfarrer von Alberschwende. Sie sind gestern mit der Idee konfrontiert worden, dass die Kirche hier in Alberschwende eine Postpartnerschaft übernehmen könnte. Wie stehen Sie heute dazu? Ja, also ich bin gestern wirklich zum ersten Mal mit der Idee konfrontiert worden, wie Sie sagen, konfrontiert. Ich habe zufällig am Morgen in der Zeitung davon gelesen, dass in der Steiermark diese Idee geboren wurde. Und habe eigentlich noch gar keinen Gedanken dazu gedacht. Da kommt schon, Sie wissen das, von gestern vom ORF die Frage, ob man ein Interview machen könne. Und inzwischen ist das gegeben worden, leichthin und eher spontan und blauäugig. Inzwischen, jetzt kommen Sie. Und wenn ich mich beziehen darf jetzt auf das Gespräch, das wir vorhin geführt haben, ist die ganze Geschichte jetzt doch irgendwie nochmal interessant geworden als, wie Sie sagen, Gedankenexperiment. Und jetzt haben wir gesagt, dass ich doch ein bisschen diese Für und Wider abwägen möchte. Es hat auch Für. Es hat auch Für. Zum Beispiel, oder vielleicht vor allem, denke ich da nochmal an die finanzielle Situation von Pfarrern, auch der unseren, falls da wirklich ein Profit drin wäre mit der Post, also jetzt nur ganz sozusagen Milchmädchenrechnung gemacht, ohne das jetzt realistisch noch anzuschauen. Meine Pfarrbrüder werden sagen, ja, der Peter Matte, der Pfarrer, der hat ja sozusagen ein bisschen einen kleinen Vogel inzwischen schon. Nein, also ich möchte das wirklich jetzt ganz realistisch anschauen. Die Für sind nicht stark. Auch nicht diese Idee, man könnte jetzt pastoral wirken oder man könnte Kontakte mit den Leuten aus der Gemeinde da suchen und finden. Gerade diese Kontakte würde ich da nicht suchen als Kunde. Als Kunde möchte ich zur Post gehen, unbehelligt von irgendwelchen weltanschaulichen oder kirchlichen Menschen. Das müsste, wenn, dann müsste es eine völlig neutrale Stelle sein. Würde ich übrigens auch hoffen, dass das in Geschäften so ist. Und auch die Realisierung jetzt, wir haben jetzt da auf unser Pfarrhaus geschaut, wie soll das realisiert werden? Dann auch personalmäßig, sehr schwierig bis unmöglich. Also es tut mir leid, wenn die Idee auch vielleicht irgendwie schön klingt aufs Erste und vielleicht würde andererseits wieder mancher Pfarrer, okay, dann möchte ich das wieder zurückziehen, was ich vorher gesagt habe, würde mancher Pfarrer sagen, jetzt schauen wir uns das noch einmal genauer an und vielleicht würde das auch noch tun jetzt im Nachhinein dann. Wie schätzen Sie ein, dass der Papst von der Idee begeistert wäre? Also da muss ich jetzt natürlich fast, da müsste ich jetzt laut lachen. Ja. Also wenn dann höchstens müsste der Bischof Elmar, ja, der würde natürlich jetzt vielleicht sagen, na hallo, ihr lieben Pfarrer, meine Untertanen sozusagen, schaut ihr, dass ihr eure Arbeit ordentlich macht und kümmert euch nicht um Post und Postpartnerschaft. Andererseits, na gut, so wie ich ihn kenne, Ein Gespräch wäre möglich, ein Gespräch wäre möglich, er würde das vielleicht auch überlegen, vielleicht würde er sogar sagen, na gut, Pfarrer, wenn du meinst, und dann natürlich, was wir vorher gesagt haben, Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat müssen damit befasst werden. Werden Sie die Idee noch weiter verfolgen? Also nachdem jetzt das so öffentlich geworden ist, da und nochmal wird, also bei der nächsten Pfarrgemeinderatssitzung, die ist morgen, die werden jetzt alle in großem Gelächter morgen zur Sitzung kommen und wir werden das vielleicht als lustigen Beitrag, werden wir das ansprechen. Aber vielleicht wird der eine oder andere sogar sagen, hey, Peter, schauen wir das einmal an da. Vielleicht ist wirklich etwas draus zu machen.